Hallo zusammen und willkommen zurück zu The Forest. Ich habe Hunger, es hat seit Tagen nicht geregnet, ich habe Durst. Ich werde zwar nicht verhungern, aber ich werde auf jeden Fall verdursten. Und das Feuer geht nicht an. Ich könnte mir so einen Arm kochen, aber ich habe hier noch ein bisschen Essen, also muss ich erstmal nicht auf die Arme zurückgreifen. Trinken. Ich werde die Soda trinken, obwohl sie so wertvoll ist. Na gut, so wertvoll jetzt auch wieder nicht, aber irgendwann findest du keine Kisten mehr, wo die drin sind und dann hast du ein Problem. Es ist Tag 4. Oder Tag 3. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Wer schreibt sich hier doch alles auf? Was für einen Tag haben wir denn heute? Setup Defenses. Ich bin infiziert? Bitte was? Wir haben Tag 3. Ha. Ich dachte, wir hätten Tag 4. Obwohl, es hat mit Tag 0 angefangen. Also im Prinzip haben wir Tag 4. Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht den falschen Baum fälle. Der falsche Baum wäre in dem Fall der hier. Besten baue ich mir hier irgendwas dran, damit ich das Teil wieder erkenne. Hier so ein Marker. Hier so neben dem Baum. Und ich mache den. Der kann erstmal gelb bleiben von mir aus. Jetzt. Danke. Federn, Federn, Federn. Okay. Geht demnächst an die Treppe. Deswegen ich ein bisschen Holz besorge. Hui, hab nach unten mit euch. Das ist das Praktischste, was es gibt im Spiel. Wir zerstören den Wald. Im wahrsten Sinne des Wortes. Zeig dem Mensch, dass der. Zeig dem Mensch, genau. Zeig dem Wald, dass der Mensch eingekehrt ist. Der Zerstörer der Natur. Haut ruf! Uiuiui. Okay. Ich habe gerade gedacht, der fällt mir sowas von auf die Birne. Okay, ich gehe erstmal auch runter. Ja. Ja, das war schon mal eine ordentliche Ladung. War ordentlich was auf die Treppe dazugekommen.
30. Ja, stimmt. Ach, Scheiße. Ah, verdammte Scheiße. Frag mich bitte nicht, was gerade passiert ist. Oh. Oh, verdammte Scheiße. Oh. Ah. Dass auch immer mir sowas passiert, kriege ich einfach während der Aufnahme einen gottverdammten Krampf im Fuß. Das passiert mir immer wieder in den unglaublichsten Stellen. Wir haben immer noch kein Wasser. Kann es mal wieder regnen? Ich dachte, das hier wäre eine Regenzone. Müsste was man machen kann. Den Stein anzünden. Komm, hauen wir ein bisschen Kohle auf Feuer. Ein paar Geldscheine lassen das brutzeln und brennen. Ja, seht ihr schon, das ist fertig. Mit ein bisschen Geld drauf schmeckt es gleich viel besser. Ah, stimmt. Ich wollte ja Verteidigung installieren. Ich nicht mal Rehfell, was ist denn daraus geworden? Was habe ich denn daraus gemacht? Ach stimmt, die Tasche, oder? Nee, das war ein Hase. Ah, ja, stimmt. Die Flasche. Oder diesen Wasserschlauch. Immer wieder erstaunt, wie du Bäume fällst. Vielleicht nicht in die Richtung, sondern die, damit nicht alles gleich die Klippe runterfällt. Danke. Da liegt sogar noch ein Stück Holz. Da nicht gerade viel dabei rausgekommen. Nein, 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 nein! Okay, nicht so schnell dran machen. Baum fällt. Klippe runter. Wieder in die. Ja, ist er voll reingefallen. Soll demnächst auch mal wieder ins Dorf gehen. Wenn man zu lange keine Mutanten tötet, werden es immer mehr, bis es irgendwann 30 Milliarden sind und alleine gegen 30 Milliarden habe ich keinen Bock. Und erst recht auch keine Chance. Gut, ich habe ein bisschen Dynamit und ein bisschen zwei Molotows, aber ich glaube, das reicht nicht so wirklich. Ich bräuchte echt mal mehr Pfeile.
Feuerpfeile sind so gut. Wenn man einfach Distanz Gegner in Brand stecken kann, ist das so hilfreich. Okay, noch einen Baum und dann gehe ich auch noch mal runter und baue die Treppe weiter. Geht doch. Ah, ganz toll. Ob ich die alle bekomme? Wie gefällt euch eigentlich das Folgensystem für dieses Projekt? Oh. Wow. Sollen es lieber längere Folgen werden? Sollen es gar keine Folgen werden? Soll ich daraus einen Einteiler machen? Ich glaube, einen Einteiler wird schwierig. Soll ich so wie immer machen, übelst lange Folgen, in denen halt dann ganz viel passiert? Ich lasse das ja auch alles uncut. Bin erstaunt über die Eigenschaften von teleportierendem Holz. Verdammt. Okay, so viel mehr Holz brauche ich gar nicht für die Treppe. Nur noch ein paar kleine Bäumchen. Und dann bin ich hier auch fertig. Das Problem hier wieder hochzukommen. Ich glaube, ich habe hier so einen ganz geilen Weg gefunden. Ja, so sieht das gut aus. Perfekt. Ah, stimmt ja. Da war ja was. Okay, trink mir noch eine Soda. Und dann geht's auf in den Kampf. Schauen wir mal nochmal beim Dorf vorbei. Ich sah drei, ich sehe drei. Ich sah drei. Keine Ahnung. Metz. Tape. Noch mehr Tape. Haltet ihr von Flammenwerfer? Ah, Scheiße.
Er sah, kam und siegte. Hat er mir wieder was Neues aufgebaut. Gecko, Lizard, Lurch, was auch immer. Verdammt. Da gehe ich jetzt nicht hin. Jetzt. Danke. Einer von euch eine Uhr oder so? Nein. Nice. Na her damit. Damit bin ich erstmal ein bisschen geschützt, würde ich sagen. Die Geld oder Armbanduhren? Das sieht aus, als hättest du Geld. Ah, und wie viel Geld du hast? Ich die hier schon markiert? Ja, habe ich. Ui, weg damit. Gehe ich mal nach da hinten hin und schaue, was das hier gibt. Ist ja noch so eine Hütte. So ein paar Hütchen. Wechselkleidung. Noch mehr Wechselkleidung. Oh nein! Fucking rote Beeren. Lizard. Pistole. Eine Pistole? Rote Farbe. Was auch immer. Ha. Okay. What? Kannst du mir nicht erklären, dass blaue Beeren giftig sind? Blaue Beeren waren bisher immer gut. Die Weißen sind giftig. Hier gibt's blaue Beeren. Gut zu wissen. War hier nicht mal irgendwo ein. Warte mal. Nee? Okay. Ein See? Tümpel? Was auch, wie auch immer. Irgendwas Tümpelmäßiges mit Fischen drin. Hier irgendwo.
Ah, hier doch irgendwo. Ah ja, hier, oder? Nee. Ich bin fucking nochmal verwirrt. Müsste es irgendwo ein Tümpel oder sowas geben mit Fischen drin? Aber ich weiß jetzt echt nicht, wo der ist. Ist auch fucking nochmal dunkel. Wand. Was ist da? Fucking Busch, der aussieht wie ein Totem. Mir immer noch so eine Verteidigung hier drumherum bauen. War ja was. Das wäre Licht. Ich mir drin auch mal eine Lampe bauen. Ich habe schon wieder keine Seile. Wieso habe ich nie Seile? So, dann wird's auch schön hell. So, Fleisch habe ich eigentlich. Was habe ich getötet? Schildkröte, stimmt. Okay. An der Stelle beende ich dann die Episode. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Haut rein.